Meine Forschung beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Architektur und Kommunikation. Ich möchte verstehen, wie Architektur als Kommunikationsinstrument, als Instrument der Unternehmenskommunikation verstanden werden kann, welche Vorteile es bietet und welche Hindernisse es auch bietet, dabei Architektur erfolgreich als Element des Kommunikationsmixes einzusetzen. Ich arbeite intensiv mit dem Architekturbüro GMP zusammen, mit Deutschlands größtem Architekturbüro. Auf der einen Seite, weil das Büro sehr viele auch für Unternehmen relevante Bauten verwirklicht hat, aber auch, weil das Unternehmen selber ein ausgeprägtes Verständnis von kommunikativen Prozessen mitbringt. Ich habe im vergangenen Jahr ein Buch veröffentlicht, wo ich das Verhältnis von Architektur und Kommunikation schwerpunktmäßig mit dem Thema Change Communication verbunden habe. Also gefragt habe, ist Architektur, sind Gebäude als zunächst mal statische Elemente zwangsläufig Verhinderer von Wandlungsprozessen oder können sie nicht auch als Treiber, als Enabler, als Vermittler der Notwendigkeit von unternehmerischem Wandel und als Partner in so einem Wandlungsprozess verstanden wissen? Und ich konnte anhand von empirischen Beispielen zeigen, dass das durchaus möglich ist.